Rückmeld! Die Kamera steht schief. Macht doch nichts. Na gut. Nochmal. 3, 2, 1. Rückmeld! Wir wieder. Ah! Tagwerk vollbracht. Wir waren heute früh dran. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Vogel fängt das Birdie. Das hat man doch schon mal. wann sind wir aufgestanden? Um 5 vor der Wecker geklingelt. Um 5. Herrlich. Herrlich, wunderbar. Nachdem ich gestern ja irgendwie gar nicht kaputt war, haben wir irgendwie ein paar Stunden Schlaf gereicht. Um heute Morgen wieder. Genau. Jedenfalls waren wir schon um 6:30 auf dem Workplatz. Und zwar auf welchem? Wir waren heute Elbös. 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 Eslöf. Eslöf. In Eslöf. Eslöf, Riesenvorteil, nur 20 Minuten weg. Wir haben nur die Buchstaben ein bisschen verrückt. Ja. Also wir waren in Eslöf und zwar waren wir wirklich um 6:30 schon auf dem Platz und im Schweinsgalopp unser Equipment aufgebaut. Wir sind ja leicht routiniert, das geht bei uns innerhalb von 5 Minuten, sind wir ready to go. Wir hatten vorher angerufen, wir konnten abschlagen, ohne zu bezahlen. Wir bezahlen hinterher, das war der Plan. Es war ein Kaltstart sozusagen. Genau. Und natürlich, morgens um 7, logisch, sind wir nicht die Ersten auf dem Golfplatz. Nee, in Schweden nicht. Also als wir ankamen, hat sich gerade ein Dingelspieler Richtung Abschlag bewegt. Der war schon mal vor uns. Und irgendwie so drei ältere Gestalten schlichen da auch irgendwie rum. Und wir hatten ja um 7 Uhr Abschlagzeit, standen aber, wie man das eben so macht, 10 Minuten vorher schon am Abschlag. Und dann war irgendwie nicht klar, kommen die jetzt oder kommen die nicht? Können wir früher anfangen? Ich nochmal nachgefragt, ja, die können ruhig früher los. Wir also 6.51 Uhr, feuerfrei. Hm. Ja, so nach dem Motto, die sind ja zu dritt, wir sind nur zu zweit, ergo spielen wir schneller als die. Wunderbare Lösung. Haben wir uns so gedacht. Ja, aber. Die hingen uns immer in den Hacken. Es gibt so Golfer. Gerne mal ältere Golfer. Das sind so, wie soll man das sagen? Die spielen alle Single Handicap. Die spielen grundsätzlich nur Tiger Line. Die haben den Vorteil der Platzkenntnis. Die spielen in einem Schweinsgalopp auf Golfplatz, wo wir, die wir jetzt nicht wirklich nur rumblödeln auf dem Platz. Wir waren auch zügig unterwegs. Wir waren in unserer Wahrnehmung zügig unterwegs. Aber wie die kletten, immer wenn wir uns umgedreht haben, waren die schon wieder hinter uns. Weißt du, was die machen? Jeder Ball, einen Meter um die Fahne, ist geschenkt. Also das muss man sagen, Putten ist ja so eine Geschichte. Wir nehmen Putten sehr ernst, was sich auch in unseren wirklich tollen Ergebnissen zeigt. Und wir glauben, dass andere einfach, die sehen da einen Ball, da hinten irgendwo eine Fahne, stellen sich hin, grobe Richtung, zack, alles Umkreis einen Meter, geschenkt. Geschenkt ist so das Geheimnis der Golfer, wie man zu tollen Handicaps kommt. Geschenkte Bälle schreiben viele gar nicht auf, das ist unsere Vermutung. Das heißt nicht, dass man die nicht aufschreiben. Nein, du musst die nur nicht spielen. Du musst die schon aufschreiben, ne? Und aber zählen. Wir glauben, dass es da ein Missverständnis gibt bei vielen, nach dem Motto, geschenkter Ball brauche ich ja nicht aufschreiben, weil ich habe ihn ja auch nicht gespielt. Wie auch immer, jedenfalls diese drei Tornado-Rentner hinter uns, diese Kampfgolf-Rentner. Der Zefix, echt, die hingen uns immer im Nacken. Und das ist schon irgendwie nervig, weil vor uns war ja ein Singlespieler. Das heißt, wir hatten keinen Grund, irgendwie langsamer zu spielen. Unangenehm. Das ist irgendwie nervig, vor allem wir kennen den Platz ja nicht. Wir müssen uns immer erst noch orientieren und alles. Ja. Das kann einem schon ein bisschen den Nerv rauben. Na, hat sich ja dann erledigt, ja. Genau, und dann kam aber Halfway, glücklicherweise Halfway, das ist unsere mittlerweile geliebte Tradition hier in Schweden. Da ist so ein Häuschen, in dem Fall nicht am Clubhaus, sondern mitten im Nirgendwo, das ergab sich durch die Platzanlage. Und irgendein Jugendgolfer hat da wahrscheinlich das Halfway-Haus betrieben. Morgens um, wann waren wir da? 8:30 waren wir schon im Halfway-Haus. Und ja, was war natürlich nichts fertig, weil welcher Idiot kommt so früh am Golfplatz vorbei? Und welcher Idiot will dann früh noch einen Hotdog essen? Genau, und will womöglich einen Hotdog essen oder einen Kaffee trinken oder sowas. Alles nichts fertig. Super. Macht aber nichts, weil? Wir hätten eh nicht bezahlen können. Genau. Hier in Schweden nutzt man gerne mal diese App oder diese Funktion Swish. Hm. Die haben wir nicht. Und Bargeld auch nicht, weil sonst wird in Schweden ja alles mit Karte gemacht. Und der hat in der Hütte da auch kein Internet, ergo auch keine Funkverbindung, ergo auch keine Kartenzahlung möglich. Egal.
Also kriegte ich heute Morgen nichts zu essen sozusagen, außer das Frühstück, was schon irgendwie 3,5 Stunden her war. Siehst du, ich habe mir eine Bämme geschmiert. Du hast dir eine Bämme geschmiert. Aber ich früh nichts reingekriegt habe. Schmiert sich eine Bämme und ich krieg keine, ja? Damit man wissen, wo wir hier stehen. Ich glaube, da gab es eine kleine Kommunikationslücke bei uns beiden. Ich hätte schon auch eine Bämme genommen. Da hättest du was gesagt? Hättest du eine gekriegt? Also, wir kommen ans Halfway-Haus und wirklich kurz vorm Halfway-Haus Wolken aufgezogen. Hilfe, ein Stau. Fing das an zu plattern? Wir waren tropfen das. Alles. Schirme raus, Schirme aufgespannt. Und da hat es so geregnet, dass wir sogar Regenklamotten angezogen haben. Regenhandschuhe, wo waren die noch gleich? Ach, ganz unten in der Tasche. Oh, ein Chaos da auf dem Platz. Nerv. Jedenfalls haben wir uns gesagt, hey cool, Halfway, wir machen keins, wir spielen durch und damit werden wir diese Kampfgolfrentner hinter uns los. Und so war es auch. Da. Plan hat funktioniert, auf dem Back 9. Träubchen. Da war dann auch wieder Sonne. Ja. War allerdings sehr windig. Jedenfalls haben wir gedacht, die Sonne soll die Schirme trocknen. Und die Schirme aufgespannt in die Vorrichtung rein. Am Trolley, genau. Und da meiner so leicht ist. Ich hab einen E-Trolley, das heißt, meiner hat ein fettes Getriebe und einen fetten Akku unten drin. Der ist richtig schwer. Hab ich nicht, will ich auch nicht. Mein sportiver Hase Push, nämlich jetzt genau. Trolley. Na jedenfalls, der Wind unter den Schirm, der Trolley sich selbstständig gemacht. Der Schirm. Ich meine, ich erinnere den Trolley auf ungefähr einen halben Meter Höhe, Flughöhe, an mir vorbeisegeln zu sehen. Der Schirm jedenfalls sich aus der Halterung gelöst. Weg war er. Ich hinterher. Da hat er den Schweinskarl auf 30 Meter hinter dem Schirm her. Weil vorne war nämlich Wasser. Und wenn der Schirm im Wasser. Mh. Aber ich habe ihn gekriegt. Alles gut. Mein Sprinthase. Yeah. Jedenfalls ein bisschen Chaos da mit dem Regen und dem Wind. Aber Achtung, die Back 9. Der Platz generell, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Super Pflegezustand wieder mal. Mega grüns. Die war schon früh, als es noch feucht war, genau. Richtig schnell. Feuchte Grüns sind langsamer. Ja. Die waren feucht schon scheiß schnell. Hammer. Ich möchte gar nicht erleben, wie die an einem Sonnensommertag schnell sind. Boah, Wahnsinn. Was meinst du denn mit Sommersonnentag? Ja, das gibt es hier in Schweden nicht. Ergo brauchen wir auch nicht drüber nachdenken, wie der aussehen könnte. Jedenfalls, super spannende Grüns auf der Back 9. Auch eine tolle Bahnanlage, wirklich interessant. So mit Teichen und Waldstücken und so Schneisen durch den Wald, wo du dann durchschlagen musst. Spannend. Schöne Bahn. Ja. Hat Spaß gemacht. Vor allem, nachdem ja die Kampfgolfrettner nicht mehr hinter uns waren, konnte man auch wirklich plötzlich so spielen, wie man das vorstellt, nämlich ganz unbedarft und mal auch mit dem zweiten Ball spielen und solche Sachen. Hat Spaß gemacht. Ja, war richtig schön. Genau. Also die Back 9 heute mega. Und wir waren auch ruckzuck durch. Wir waren irgendwie in 3 Stunden 40 schon im Clubhaus. Also wirklich trotz Regenpausen und alles, das ging schon sehr schnell heute. Schön. Ja, bis auf den Angestellten im Clubhaus. Genau, wir kommen ins Clubhaus. Mittlerweile haben wir es aufgegeben, draußen zu sitzen, weil A, wegen des Wetters, B, rauchen dürfen wir eh nicht, sind wir gleich reingegangen. Und da war es um 10:30 ungefähr. Circa 10:30, ja. Jedenfalls, was bestellen wir, wie immer? Radler, Shandy. Shandy, muss man ja erst erklären in Schweden. Ich habe ihn gefragt, ob er Shandy kennt, er kannte Shandy. Ja. Aber er meinte, Nichevo, nix vor 11 Alkohol. Nichevo ist, glaube ich, russisch. Macht er nix. Nein, gibt's nicht. Ja. Genau. Jedenfalls, was für unverschämte Dreistigkeit, ihr vor 11 nach einem Bier zu fragen. So hat er auch geguckt. So hat er auch geguckt, und zwar die ganze Zeit. Nicht eine freundliche Miene, nicht ein freundliches Wort. Völlig spaßbefreit. Das ist, glaube ich, so ein typischer Schwede, der ein halbes Jahr, der 6 Monate im Jahr im Dunkeln lebt, der 4 oder 5 von 12 Monaten Meter Schnee vor der Tür hat und dem ständig der Wind um die Ohren segelt. Ja. Also so ein typischer Schwede. Freundlichkeit, das muss man sagen, ist in Schweden jetzt nicht, wenn man an Österreich, Spanien oder Algarve denken, naja, Spanien vielleicht auch nicht mehr, aber Algarve, Österreich, selbst Italien, da sind die Menschen, liebe Schweden, hört mal weg, deutlich freundlicher als hier in... Auch aufgeschlossener. Die interessieren dich so, überhaupt nicht. So, Tabella, ne? Oh, schön. Die interessiert dich überhaupt aber hier, nicht. Wirklich, das ist merkwürdiger Umgang. Die reden alles mit einem Gesichtsausdruck. Genau. Wie so ein Billigregal so. Wie macht denn ein Billigregal? Naja, es hat auch nur einen Gesichtsausdruck. Es guckt den ganzen Tag gleich. Ja, da musst du schon die Bücher im Regal verändern, damit sich an dem Regal was tut. Okay, was soll's. Ja, jedenfalls sollen wir heute noch bei Zeltenheme. Genau,
Da wär's der frühe Vogel ist auch früh zurück. Und müssen jetzt noch packen. Genau, heute ist Packtag, morgen geht's los. Morgen fahren wir grobe Richtung Fähre, aber natürlich nehmen wir auf dem Weg dahin noch einen, wie wir gehört haben, super schicken Golfplatz. Ganz, 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 ganz unten in Schweden. Das ist echt der allerletzte Tipfel von Schweden nach Süden. Da spielen wir morgen noch Golf. Auf dem Weg zur Fähre natürlich. Na, also darf er nicht wieder einrosten. Genau, ich muss jetzt im Schwung bleiben, ja, zack. Hier, das ist hier nicht mit Pause und sowas, das gibt bei mir nicht mehr, ich ziehe jetzt durch. Was? Ja. Habt ihr doch gesehen, heute ging es nämlich wieder super. Ja, 5 Stunden Schlaf, innerhalb von 24 Stunden, 8 Stunden Golf gespielt, läuft die Maschine. Ja, läuft einfach. Nix hier 24 Stunden durchgammeln und hinterher, oh, wie komme ich auf dem Stuhl wieder hoch? Stimmt, du hast halt gar nicht gejammert. Genau, heute war kein, was? Haben wir noch was auf dem Zettel? Nee. Nee, alles klar. Mädels? Jungs? Score. Wir trinken wie immer auf euch. Bleibt sauber. Das letzte Mal aufstehen.